Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Das Tarifeinheitsgesetz liegt im Bundesrat zur Abstimmung vor. Und deshalb müssen wir diesen Antrag heute beschließen, wenn wir tatsächlich irgendwas gestalten wollen. Ansonsten kann man das natürlich auch verschnarchen, wie das die Koalition jetzt möchte, und sagt, man schickt es einfach mal in Ausschuss. Dann sind sozusagen alle Messen gelesen, und wir können eine Nachschau betreiben. Wir haben den dringlichen Antrag heute vorgelegt, weil wir finden, dass dieses Tarifeinheitsgesetz abgelehnt werden muss im Bundesrat vom Land Berlin. Warum finden wir das? Das Tarifeinheitsgesetz ist ein Eingriff in die Tarifautonomie. Und die Tarifautonomie ist ein sehr hohes Gut in diesem Land. Und das Tarifeinheitsgesetz schränkt die Koalitionsfreiheit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ebenso ein wie das Streikrecht. Und damit, meine Damen und Herren, werden letztlich alle Gewerkschaften geschwächt und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die für bessere Arbeitsbedingungen und höhere Löhne kämpfen. Das wollen wir nicht. Deshalb muss dieses Tarifeinheitsgesetz verhindert werden. Das Gesetz geht davon aus, dass die Gewerkschaften, wenn sie sich nicht einigen können in einem Betrieb, dass denn der Tarifvertrag gilt, den die mitgliedsgrößte Gewerkschaft ausgehandelt hat. Man weiß aber nicht, wie man rauskriegt, welche Gewerkschaft eigentlich wie viele Mitglieder hat. Da gibt es auch noch Datenschutz, interessiert da niemand bei. Aber dieses Gesetz tut so, als hätten wir überhaupt noch nie erlebt, dass mehrere Gewerkschaften einen Tarifvertrag aushandeln. Das ist natürlich völliger Humbug. Das haben wir seit Jahrzehnten. Ich komme aus der Gewerkschaft HBV, die gibt es heute gar nicht mehr. Wir mussten immer mit der DAG, die gibt es heute auch nicht mehr, gemeinsam verhandeln. Keine Tarifverhandlung ohne die DAG. Das war nicht immer schön, aber natürlich gab es einen Tarifvertrag. Heute sind beide Gewerkschaften bei Verdi. Man kann sich Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst angucken, wie viele Gewerkschaften dort verhandeln. Immer gab es eine Einigung. Das heißt, natürlich ist es richtig, zu versuchen, einen gemeinsamen Tarifvertrag hinzukriegen, um nicht zu sagen, ich bin ein großer Fan von Nähe, von dem Grundsatz, ein Tarif, ein Betrieb, eine Gewerkschaft, ein Tarifvertrag. Und ich finde, man muss alles tun, um dies zu fördern. Aber man muss deshalb kein Gesetz schaffen. Man darf kein Gesetz schaffen, weil ob es eine Tarifeinheit gibt oder nicht, ist einzig und allein die Angelegenheit der zu verhandelnden Gewerkschaften und ihrer Mitglieder. Und Politik darf nicht in die Tarifautonomie eingreifen. Und jetzt kann man nicht über das Tarifeinheitsgesetz reden, ohne was zu Spartengewerkschaften zu sagen. Ich finde Einheitsgewerkschaften richtig. Das sehen nicht alle so, auch nicht alle Mitglieder meiner Partei und meiner Fraktion. Wenn man aber eine Tarifeinheit haben will und wenn man findet, Spartengewerkschaften sind der falsche Weg, dann muss man die politische Auseinandersetzung führen um Einheitsgewerkschaften, um Spartengewerkschaften und um genau dieses Prinzip, ein Betrieb, eine Gewerkschaft, ein Tarifvertrag. Das findet überhaupt nicht statt, sondern Politik mischt sich ein. Und wenn Politik sich einmischen möchte, und das sage ich jetzt mal in Richtung der SPD, weil ihre Arbeitsministerin hat dieses Gesetz auf den Weg gebracht, dann muss man sich mal angucken, warum streiken Menschen eigentlich. Die streiken wegen der Zunahme von prekärer Beschäftigung, die streiken gegen Reallohnverlust, die streiken gegen sittenwidrige Entlohnung, die streiken, weil die Arbeitsbelastung immer stärker wird. Hier hätte Frau Nahles ganz viele Punkte, wo sie Gesetze verbessern könnte. Das soll sie mal machen und soll sich aus der Tarifautonomie
Autonomie raushalten. Frau Nahles könnte was machen gegen die Zergliederung von Betrieben. Sie könnte was machen, damit Gewerkschaften bzw. Personal- und Betriebsräte mehr Einfluss hatten. Das wird alles nicht gemacht. Und sie könnte bei den Hartz-IV-Gesetzen anfangen. Wir wollen, dass die Tarifautonomie erhalten wird. Wir wollen, dass alle Gewerkschaften, ob sie uns im Einzelfall gefallen oder nicht, das volle Streikrecht haben. Dieses Recht darf nicht angetastet werden. Deshalb stimmen Sie unserem Antrag zu. Das Tarifeinheitsgesetz muss abgelehnt werden. Vielen Dank.